Dein Auto ist mein Auto und umgekehrt, so lautet jedenfalls die Devise beim Carsharing, also einem Teilauto oder Gemeinschaftsauto, das man sich für einige Stunden günstig ausleihen kann. Was als grüne Alternative zum eigenen Auto begann, hat nicht den erhofften Erfolg eingefahren. Chronischer Geldmangel und fehlende Unterstützung der Politik machen es den Organisatoren schwer. Dazu kommt, dass die neue Mobilitätsstrategie in Südtirol nahezu unbekannt ist. Manfred lebt und arbeitet in Bozen. Eigenes Auto besitzt er keines mehr. Wann immer er trotzdem eines braucht, merkt er eines von drei Autos von Carsharing vor. Zwei-, dreimal pro Monat hat er einen fahrbaren Untersatz für einige Stunden und zahlt daher auch nur, wenn er ihn wirklich braucht und nutzt. 1.500 Euro kostet ihm das pro Jahr. Damit habe ich alles drinnen. Also beispielsweise da habe ich das gesamte Auto und die Reise, Versicherung und alles schon gezahlt sozusagen. Ne? Weil so sagen, es ist keine Kosten mehr, die was sich entstehen. Eben Instandhaltung, Benzin, Ölwechsel und was da halt alles dazukommt. Ne? Vor 8 Jahren hat das ökologisch sinnvolle Projekt begonnen. Weniger Autos, weniger nur notwendige Fahrten waren das Ziel. Irgendwie blieb die Initiative aber im Anfangsstadium zurück. Im letzten Jahr wurden zwar knapp 100.000 Kilometer in geteilten Autos zurückgelegt. Von dem Erfolg und Bekanntheitsgrad in anderen Städten kann der Carsharing-Präsident in Bozen aber nur träumen. Man muss dazu sagen, dass anders als hier vergleichbare Dienste in anderen Städten von einer massiven Unterstützung der öffentlichen Hand profitieren. In Bozen haben die 180 Teilnehmer der nicht gewinnorientierten Initiative auch mit ganz praktischen Hürden zu kämpfen. Zum Beispiel war sie, dass in Bozen ist das der einzige Carsharing-Dienst überhaupt, ich glaube europaweit, der sich selber die Parkplätze zahlen muss. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also so weit oder so weit geht eben nicht die politische Unterstützung da bei uns. Damit nicht genug, häufen sich bei dem auf Vertrauen aufbauenden Projekt die unerlaubten Spritztouren. Ohne Vormerkung, ohne Kontrolle und ohne Entgelt wird das Auto aus der Garage genommen. Das strapaziert die Nerven der ehrlichen Nutzer. Mir ist das 4-5 Mal passiert. Auto gebucht, brauchst du natürlich, weil ich spurst ja nicht. Gehst hin, kein Auto mehr. Einmal kann es passieren, aber 5 Mal ist natürlich schwierig. Es sind auch effektiv, was ich weiß, Mitglieder abgesprungen. Diese Kinderkrankheiten von Carsharing-Projekten mit zahlreichen Beteiligten wurden in anderen Städten längst ausgemerzt. Es gibt durchaus Möglichkeiten, diesen Missbrauch zu unterbinden. In Brescia etwa sind alle vorgemerkten Fahrzeuge nur mittels einer elektronischen Smartcard zugänglich. Damit wäre das Problem gelöst, nur fehlen uns die Mittel. Technische Hilfe ist nicht das Einzige, das das Carsharing-Projekt in Südtirol braucht. Trotz vieler Stunden an Freiwilligenarbeit hat es im letzten Jahr nämlich rote Zahlen geschrieben. Ohne öffentliche Unterstützung werden die geteilten Fahrzeuge und der Nutzen womöglich bald verschwunden sein.